Ich kann Gott nicht auswählen zwischen einem schönen Konzertabend, einem neuen Auto, dann ein bisschen eher. Gott ist Gott und er will mein Ein und Alles sein. Menschen machen die Erfahrung, dass der Herr der Heere den Gerechten prüft. Er sieht Herz und Nieren. Gott selbst sorgt mitunter dafür, dass falsche Gottesbilder, die wir haben, korrigiert werden. In seiner Vorsehung schickt er genau das, was zur Ausreifung unserer Persönlichkeit wichtig ist. Da erzählt zum Beispiel eine Frau: In meinem Leben tauchte eine Schwierigkeit auf, die mich seelisch und auch wirtschaftlich an die Grenze brachte. Ich habe immer wieder gebetet, dass Gott mir helfen soll, aber es änderte sich nichts. Ich war sehr enttäuscht und hörte dann auch auf zu beten. Bis mir schließlich jemand sagte: Frag dich doch mal, hast du diese Situation wirklich schon in Gottes Hand losgelassen? Oder feilst du nur mit ihm und willst deinen Willen durchsetzen? Da ging mir langsam auf, eigentlich habe ich das Lebensgefühl, ich muss die Situation unter Kontrolle bekommen. Und Gott soll mein Assistent sein. Er soll mir die nötigen Mittel bereitstellen. Mir wurde damals das Lied wichtig: Ich danke dir, mein Gott, von ganzem Herzen für die Liebe, die du mir gegeben. Du bist größer als alles auf dieser Welt, bist der Führer meines Lebens für immer. Heute sehe ich so diese Frau, dass diese Erfahrung sehr wichtig für mich war. Gott musste meinem Beten lange widerstehen, um mir sein eigentliches Geschenk zeigen zu können: Er ist der Führer meines Lebens und das ist mein großes Glück. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott wählt im Leben jedes Menschen einen eigenen Weg. Er kann mitunter schwierige Situationen zulassen, um die befreiende Erfahrung zu schenken, dass er der Retter ist, der Herr.